Schön, dass ihr wieder da seid. Herzlich willkommen zurück. So, wir haben immer noch den ganzen Gedöns einstecken vom letzten Mal. Nein, ich will jetzt nicht am Haus da weiter rumwirkeln. Bodenbase ist soweit auch erstmal fertig, bis auf die Spikes. Da braucht er noch ein Weilchen. Das hat jetzt erstmal Zeit. So, wurde mein Tierfett kommt da vorne erstmal rein, damit wir das wieder los sind. Stone behalte ich erstmal das. Ich habe keine Ahnung, wohin ich damit soll. Hocken wir erstmal hier mit drin. So, das kommt noch hier rein. Haben wir ständig Besuch von der Ujida. Das kommt da vorne noch rein. Das ist schon drüben. Das kommt da vorne rein. Die behalten wir erstmal. Genau wie die da. Die Steine brauche ich im Moment auch erstmal nicht. Die können da vorne rein. Das kommt rüber. Beton. Ja, gut. Das lasse ich erstmal einstecken, das bisschen. Eisen kommt schon rüber. Genau wie die Knochen. Doch schon so viele Knochen. Okay, den haben wir es ja fast. Wir sind ja gerade mitten in der Nacht, also gerade ein bisschen doof. Aber wie gesagt, wir haben sowieso gerade ein bisschen. Ich will jetzt nicht großartig die Fünferquests machen, das schaffen wir nicht. Definitiv nicht. Holz haben wir nicht mehr viel, da wollen wir behalten. So, das kommt hier wieder rein. Dann bringe ich erstmal einen anderen Kram rüber. Dann würde ich sagen, ja, ich weiß auch, wenn wir letztes Mal sehr viel gebaut haben, aber ihr habt ja selber gesehen, was hier die letzten Folgen los war. Dass das wirklich Zeit wird, dass das Ganze fertig wird. Und danach haben wir dann auch wieder mehr Luft für andere Sachen. Ist halt im Moment so eine blöde Übergangsphase. Ich habe es am Anfang zu lange schleifen lassen. Viel zu lange. Es geht leider nicht anders. Ich hätte viel eher anfangen sollen mit Bauen. Na. Lässt sich jetzt leider nicht mehr verhindern. Zumindest. Naja, ganz trocken ist es noch nicht, aber. Schon ein großer Teil. Das ist ja zumindest schon mal was. Sonst deppen sie hier irgendwann alles kaputt und das muss ja nicht sein. So, Leder und Knochen erstmal hier rein. Leder. Die Knurren, die hatte ich da mit reingebrochen, ne? Jo. Die können hier erstmal mit drin. Eisen kommt in die Schmiede und den passt das doch. Den passt es doch. Die schmelzen hier eh noch fleißig Lehm ein, das sollen sie aber auch. Eisen haben wir ja jetzt auch nicht allzu viel. Eigentlich müsste ich auch mal Eisen farmen gehen, aber das machen wir auch nicht jetzt. So. Dann hätten wir eigentlich schon mal den ersten Raum, oder? 1, 2, 3, 1, 2. Ja, das ist sogar schon der erste. Hier wollte ich ja eine Dreifachwand machen, genau. Nach und nach würde ich sagen. Wir ziehen hier erstmal die Blöcke rein. So viel Beton haben wir eh nicht. Damit das hier langsamer vorankommt. Ich würde sorgen. Hier hinter. Na, hier hinter muss nicht unbedingt. Okay, hat sich erledigt. Ich muss einmal hoch. Sonst haben wir gleich wieder ein demoliertes Haus. Genau dort meine ich mich. Das muss fertig werden. Alter, was zum Hänger? Es scheint mir doch nicht so. Ich dachte, die wären draußen. Wie kommt die denn? Ich sag ja, das Haus muss fertig. Das Haus muss fertig. Oh Mann. Das kann so nicht bleiben. So, einmal kurz hier die Blöcke reinziehen. Den muss ich mich wirklich erstmal ums Haus kümmern. Wird kein Weg dran vorbei. So. Erstmal hier die Blöcke rein. Momentan laufen die Schmieden ja auch halt alle im Dauertakt, aber das muss auch. Das muss auch. Das geht nicht anders. Damit wir das hier im Griff kriegen. So. Ich mich gerade erschrocken. Ich hab gedacht, die wäre draußen und dann kommt die hier plötzlich rumgescheißert. So. Erstmal den Flur. Sonst verliere ich hier echt den Überblick. Sehr schön. Den Tor erstmal. Ja, zur anderen Seite muss ja eh noch. Mei, oh mei, du. Krieg ich hier irgendwo noch mein Herzinfarkt. So. Plattfuß schreckt mal an der Wand angekratzt. Tut doch nicht not. Sehr schön. Na. Da muss auf jeden Fall noch mal einmal Beton lang. Das kann nicht sein. Das muss sein. Ich glaube, hier sind die Kisten hinter, oder? Kann das sein? Glaube ja. Bin mir nicht ganz sicher. So. Ziehen wir hier auch schnell einmal die Betonwände lang. Stein brauchen wir sowieso. Um nochmal alle vier Schmieden zu befüllen. Und dann brauchen wir auch noch Stein für Sand. Und für neuen Beton.
So, aber jetzt erstmal die Blöckerin. Davon haben wir ja auch nicht. Ich glaube, die reichen nicht mehr. So. Genau. Haben wir hier zwar eine Doppelwand, aber ganz ehrlich, das kann nicht schaden. Absolut nicht. Kann ich da oben drüber ordentlich auch gleich machen? Ja. Hier soll ja auch Beton hin. Ich habe ja nur mit den Frames erstmal abgesteckt. Warte mal. Dann mach ich mal damit. Wir kriegen eh gleich wieder Uschi-Besuch. Garantiert. Das kennen wir ja schon. So, den einmal da und einmal hier. Sehr schön. Bin gerade am Überlegen, ob ich das noch eine höher mache, aber ich glaube nicht. Ne? Warte mal, 1, 2, 3, 4. Ne, 4 ist schon okay. Müsste bloß auch nicht der Fußboden einmal rein. Da kann ich hier auch schon mal Betonblöcke hinsetzen. Zuck, zuck, zuck. Das hier wird ja auf jeden Fall Fußboden. Ich glaube, den mache ich den auch erstmal. Das heißt, die Vogeleimer, damit es ja nicht zu dunkel wird. Wir haben ja noch keine Licht. Einmal an die Wand bappen. So. Und der, einmal schnell den Fußboden. Dann haben wir den auch fertig. Dann noch einmal die Decke. Dann haben wir zumindest den Flur. Ich glaube, da mache ich jetzt erstmal das Messing rein, damit wir das schon mal wegkriegen. Und der andere Raum wird den Blei. Ich hab dich gehört, Lady. Ich hab dich gehört. Wo bist du? Die finden ja neuerdings im Weg. Erst haben sie nicht gefunden, jetzt finden sie neuerdings. Wo bist du? Extra Licht gemacht, damit man mal was sieht. Also, wo? Sag mal, so, ich weiß doch ganz genau, dass ich die gerade gehört habe. So daneben liegen kann man nicht. Aber offensichtlich schon. Ich weiß ganz genau, dass ich die gehört habe, aber offensichtlich nicht. Ich kriege für Schwanisch schon Paranoia. Gut, gut. Den eben nicht. Den eben nicht. Wo der muss es da trotzdem. Zumindest der eine Raum erstmal. Das Haus muss wo der. Bin nur froh, dass wir hier nicht die Horde machen. Die würden uns hier alles zerlegen. Aber wirklich alles. Oh, ich gehe jetzt mal hier durch. Genau. Kommt eh gleich wieder. Ich weiß, meine auch, ich habe eben eine gehört. Aber wir haben auch schon durch den ganzen Beton schon wieder massiven Stein verbraucht. Es muss aber. Für Coin will ich dran vorbei. Zumindest haben wir jetzt mittlerweile schon ein bisschen Zement auf Vorrat. Ich meine, da muss noch mehr, da muss definitiv mehr, aber. Aber eh erstmal geht es. So, Blöcke rein. So. Dann ist zumindest der Flur schon mal fertig. Wunderbar, Decke noch. Und die andere Wand kann ich noch nicht, weil da muss noch ein bisschen was weg. Hier muss definitiv noch mehr weg. Aber erstmal geht das. Genau, den machen wir einmal den Flur. Das konnte ich aber auch mit der Schaufel machen. Das kommt aus dem Gleichen raus. Das ist eh nur Erde. So. Dass sie gar nicht erst auf die Idee kommen, sich hier runter zu buddeln. Das muss ja nicht sein. Lehm brauchen wir eh noch viel, viel, viel mehr für die ganzen Schmieden später. So. Sehr schön, sehr schön. Kisten sollen da in den Raum nebenan auch noch rein, die ich mir schon aufteilen werde in normales Messing und halt im Messing Gegenstände.
Ich werde jetzt so langsam aber sicher, naja, zumindest sobald wir ein größeres Fahrzeug haben, aufhören, wieder alles an Messing zu zerlegen. Das mache ich ja momentan nur aus Platzgründen, weil wir sonst nicht alles mitkriegen. Aber sobald wir ein größeres Fahrzeug haben, nehme ich die Gegenstände mit dem ganzen Stück mit, wo es gibt mehr Messing. Und irgendwann mal, aber so weit sind wir noch nicht ganz, fangen wir auch wieder an, mit Jet uns einzuschmelzen. Aber dafür brauchen wir erst die wichtigsten Dinge. Wie vor wir das machen. So, hier kommt jetzt erstmal die Digge rein. Da muss ich mal gucken, wie ich das gleich mit Licht mache, bevor ich da alles zuklatsche. Ich hoffe nur, das kommt jetzt nicht runter. Ich müsste das da so noch halten. Das ist schon ein Angebot teilweise. Ja. Gut, dann müssen wir mal gucken. Müssen wir mal Stück für Stück machen. Eins. So, warte mal, ich ziehe hier erstmal zwei. Oder drei geht auch. So, hier ist ja später die Mitte. Ja. Hier erstmal drei. Warte mal, das wäre die Mitte, genau. Hier soll auf jeden Fall hin. Den doch nochmal drei. So, ich will jetzt nicht allzu viel, dass wir hier den mittig. Ja, das passt, das passt. Müsste natürlich wieder, weil das eine dämliche. Eigentlich zwei rein, aber ich mache da einen rein. Das wird sonst zu viel, das wird hier sonst zu grell. So, dann müsste hier das Licht rein. 1, 2, 3, 4. Hier dann auch 1, 2, 3, 4. Ja. Eigentlich müssten hier zwei rein, aber das wird zu hell. Also mache ich hier eine rein, den verschalte ich eher so hier so. Hm? Ja. So ist der kommt zu, da kommt den später das Licht rein. Genau, dort muss noch weiter, den passt das hier erstmal. Schatten sieht ja auch komisch aus, ne? So, und hier muss ich auch erstmal gucken. Woll. 1, 2, 3, 4, 5. Hier sollen die Kisten rein. Ja. Das hier wird ja schon die erste Wand werden. Hier sollen ja die Schmieden hin. Das heißt, ich konnte das hier schon mal austauschen gegen Blöcke. Zack. Dort hier auch schon mal. Du hast Kiste allerdings. Das kann ich schon mal machen. So, genau wie hier. Hier soll ja die Wand vor. Ja, die soll hier quasi so weitergehen. Ja. Hier müsste ich einmal die zwei Blöcke da. Da müsste Beton hinter. Dort geht nicht anders. Da kommen ja die Gießen rein. Nicht, dass wir den gleichen Fehler machen, wie wir davon am Anfang gemacht haben. Das muss nicht sein. So. Da würde denn auch wieder Beton hinkommen. Und hier den genauso. So, das wären Kisten. Das gleiche müsste man da denn auch nochmal machen. Jo. Müsste bloß genau symmetrisch gemacht werden. Warte mal. Hier wäre den Wand. Einmal durchziehen. Mach ich jetzt mal kurz mit der Spitzhacke wohl. Oh Mann. Keine Lust habe, jetzt auf den Bohrer zu wechseln. So, das wäre ich Schaufel. Genau, genau. So. Ja, das passt. Oben lang, unten lang, denn auch in der Mitte denn. Hier kommt zwar die Wand hervor. Ja, den sieht man es ja auch nicht mehr. Das mache ich einfach so. Genau. Den passt hat. Jo. Den zwiebel ich auch mal oben lang. Da kommen wir auf jeden Fall noch hin. So, warte mal, damit ich nicht zu weit mache. 1, 2, 3, das wären die Kisten, ist da ja auch so. Und hier müsste wieder runter und das wären schon diese Wandchen, ne? Ja, die hier quasi später weiter geht. Dann müsste hier noch einmal runter, dann haben wir 1, 2, 3, ja. Den passt das doch. Sehr schön. Dachte schon, ich hätte mich doch verzählt. Das wäre doof. Sehr schön. Da, da, da. Den noch einmal unten lang. Den haben wir hier auch den Bereich für die Kisten.
Ich müsste ordentlich, glaube ich, mal, ich glaube, das haben wir beim letzten Mal vergessen, noch die Schmieden gucken, ne? Nicht, dass die da schon wieder vollgelaufen sind. Also die Zementschmieden, meine ich. Ja, hier kommen denn die Kissen rein. Genau, mit zumindest ist unser Mäsingraum auch schon mal fertig. Und den fehlt ja zum Glück nur noch Blei, da wo alles wichtig. Und den müssen wir auch echt erstmal beim Haus was machen. Bevor sie uns da CD werden. Das wäre doof. Sehr schön, sehr schön. Ist heute nicht so einfach, wenn man was Eigenes baut im Survival-Modus. So, einmal hier hinter. Sehr schön. Damit die Kisten auch von hinten geschützt sind. Wunderbar. Genau, genau. Und die Ecke noch einmal. So, hier würden die noch einmal Blöcke reinkommen. So kommen denn die Kisten rauf. Dann fehlt hier eigentlich nur noch die Wand und der Fußboden und die Dicke, ne? Gut, und dann sind die Blöcke hier auf Voss weg. So. Nein, und dann setze ich Volldepp auch noch ein falsch, weil er hier rumspringt wie so ein Zäpfchen. Ist das doch ein Ernst? Ich hab doch kaum Blöcke. Ich muss unbedingt mal gucken, dass ich noch irgendwie Beton angesetzt kriege. Das wäre sehr schön. Da muss ich gleich unbedingt noch gucken. Ist das hier richtig? Ja. Kannst du keinem erzählen, Mensch. So. Ist das hier so symmetrisch? Ja, ne? Ja. Ort sagen. Do den hin. Hier hin. So, und da fehlt noch einer, das wäre die Tür. Sehr schön. Und da kommt den später heute der andere Raum hin. So, jetzt ich mal kurz eine Kleinigkeit. So viel Zeug muss sein. Sehr schön, sehr schön. Gut. Die Wand müsste einmal komplett zugezogen werden. Oh, hier kommen die Schmieden hin. Wunderbar. Kisten, Kisten. Dann gucken wir dann mal später, wie wir es einräumen. Füllt auch nicht nur noch die Decke und der Boden und dafür werden wahrscheinlich die Blöcke nicht mal räuchen. Mach erstmal die Decke. Dann gehen uns doch glatt die Materialien aus. Aber auf jeden Fall buddelt sich hier so schnell der nächste runter. Gut, sie können momentan sowieso noch reinlaufen, aber da müssen wir halt auch dringend bei. Konnte so ja nicht weitergehen. Ah, ich habe gehofft, dass ich zumindest den Raum hier noch fertig kriege, aber ich glaube, dafür reicht es nicht mehr. Schade. Gut, gut. Man kann nicht alles haben. Sind vielleicht auch wieder ein bisschen übertrieben große Räume, aber es sieht einfach besser aus, als wenn alles so klein zusammengestaucht ist. Die Decke räuchst auf jeden Fall noch. Stein, ja, Stein habe ich. Wollte gerade sagen, hätte mich ein bisschen gewundert. Nicht Kohlen, Stein, Hede. Aber wir haben noch nicht mal unständiges Werkzeug, du. Mal abgesehen davon. Ich glaube, eine Eisenschaufel könnte ich mir selber schon herstellen, wenn ich mal dran denken würde. So. Na. Eimerin. So, auch hier muss ich gucken nach dem Licht. Warte mal. Das wären jetzt zwei, den nur hier einmal zwei langziehen. Ein. Hier nochmal zwei. Damit das Ganze hier mittig wird. Die Mitte wäre hier, ne? Alles klar. Jo. Also müsste hier noch eine Reihe. Da noch eine Reihe und hier noch eine Reihe. So, eins. Eins. Hier brauchst du sogar mal. Hier wäre genau die Mitte. Also da einer hin, da einer hin. Da kommt dir später die Lombe rein. Den brauchst du. Und ich glaube, für die Fußboden reicht der Ganze nicht mehr. Das bezweifle ich. Aber mal gut gehen, mal gut gehen. Erstmal, das gute Stück kommt hier erstmal an die Wand.
So. Und fußbodenmäßig muss ich jetzt mal gucken, so weit wie es irgendwie geht. Fangen wir mal hier an. 1, 2, 3, 4 und 5. Wir haben ja nur 20. 6, 7, 8, 9, 10. Ne, es reicht auch nicht. 11, 12. 13, 14, 15, na oh Mann, 16, 17, 18 und dann werden 19 und die 20. Mehr geht im Moment nicht. Gut. Ist zumindest ein Anfang. Schade, den Raum kriegen wir so leider nicht fertig. Oh, fehlt jetzt zu viel. Aber es ist nicht viel, was fehlt, ne? Aber ein bisschen zumindest. Gut, angestrichen wird das Ganze natürlich auch noch. Vernünftig Licht rein. Zumindest haben wir hier den Flur. Gucken, hier kann man ja dekomäßig auch noch was hinbauen. Das Ganze geht nach Dorian noch weiter. Haut also hin. Wunderbar. Jetzt würde ich erstmal ganz kurz gucken. Einmal kurz Lugi-Lugi machen. Und zwar. Durfte ich mir. Die ist fast voll, nicht ganz, aber... So, dort nehmen wir dann auch mal raus hier. Das Gleiche machen wir auch hier. Die haben ja noch ein bisschen was zum Schmelzen, so ist das nett. Die dann auch noch mal. So haben wir zumindest erstmal genug Zement. Und die genauso. Zuck, zuck, zack. Den erstmal rein und 6000 nehme ich aber auch gleich wieder mit. Ja, zumindest haben wir sich zumindest ein bisschen an. So, warte mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So. Und schon ist wieder fast alles weg. Steuern habe ich ja hier. Erstmal Rinder mit. So, warte mal. Das wäre eine Schmiede, das wäre die zweite, dritte, vierte. Ho. Wir haben noch nicht mal genug Steine, aber ich nehme jetzt trotzdem erstmal 6000 mit. Geht ja nicht anders. Sand haben wir, glaube ich, da drüben. Das muss eh rüber, das muss rüber. Pack mal den nach unten. So, das Eisen kann doch gleich rüber, der Rest muss alles rüber und Sand haben wir eh drüben. Ich muss unbedingt Beton einsetzen. Das geht alles nix. Was wollte ich? Genau, das Eisen hier rein. So, warte mal. Warte mal, ihr solltet noch lange nicht fertig mit Schmelzen hier, ne? Die haben, glaube ich, alle Coin. Holz mehr. So, den kriegst du nochmal Holz, mein Freund, damit du gleich weitermachen kannst. Weil Lehm soll auf jeden Fall voll. Und da dachte ich mir, hier ist halt Holz ausgegangen. So. Da ebenfalls. Und man braucht ja für jeden Mist, was man aus Eisen, Blei oder Messing herstellt. Lehm in der Schmiede. Gut, und Sand müssen wir noch drüben sein. Ich hoffe es. Gut, dann gehen wir jetzt auch mal kurz zu Hause gucken. Führt ja kein Weg dran vorbei. Es muss. Ich muss Beton ansetzen. Gut, ist hoffentlich noch ein ganzes Stück. Ich höre zumindest gerade nichts. Ich glaube, das waren meine eigenen Schritte. Bin mir noch nicht ganz sicher. Nein. Ihr kloppt doch irgendwo Uschi, natürlich. Miststück. Geschrien hat sie diesmal aber nicht, oder? Ja, jetzt versucht sie es auf der Seite, weil sie hier nicht mehr so leicht durchkommen. Das ist ein Vehikel, ne? Das ist abnormal. Schlimm mit der Dame. Schlimm, ganz, ganz schlimm. Aber kommt ja noch Garten und alles rum. So, das ist alles noch im Wachstum, ne? Aber gut, brauche ich im Moment ehrlich gesagt auch gar nicht abenden. Na gut, abenden kann ich es trotzdem erstmal in die Kisten schmeißen. Aber kochen können wir erstmal nichts mehr. Und das ist halt das große Problem. So, warte mal. Sand.
gut. Das wird nichts mit Beton. Müsste Eimer echt die 6000 Steine, die ich jetzt einstecken habe, zu Sand machen. Dann muss ich mir gleich noch einmal Stein holen. Und heute mit dem Sand, wenn er denn fertig ist, Beton zu machen. So, doch, wir haben eindeutig zu wenig Steine, obwohl wir schon so viel gemacht haben. Das ist natürlich ärgerlich. Dort ist sehr, sehr ärgerlich. Gut, noch einmal Stein holen. Dann will ich gleich nochmal in Spikes gucken. Die sollten ja inzwischen auch mal so ein bisschen was fertig sein. Ich hoffe, die reichen überhaupt. Wir haben zum Glück noch ein bisschen Zeit. Noch einen kompletten Tag oder einen Halbtage sogar noch. Also zeitlich sollte das eigentlich hinhauen. Ich hoffe es zumindest. Stein holen. Gut, dort hatten wir hier. So. Oh, der Sand ist eh noch nicht fertig. Gut, und bis wir an die Fenster kommen, wie wir ja in den anderen Haus schon hatten, ich hätte hier gerne diese Panzerglasfenster drin, wird aber noch ewig dauern, weil da brauchen wir eine Schmiede, wo halt Blei, Eisen und was war das noch? Blei, Eisen, der Messing, wo ist nicht? Ich glaube, Glas muss noch drin sein, ja, die drei Sachen drin sind. Im Moment brauchen wir das ja erst ein bisschen, was wir haben, erstmal zur Muni-Herstellung. Ich glaube, ich werde da erstmal Gitter reinpflanzen. Das ist zumindest sicherer als nix. Und das später dann austauschen gegen die Fenster. Geht ja nicht anders im Moment. Heute nicht so einfach, an die Sachen zu kommen. So. Tja, dass der noch nicht viel hat, war mir klar. Ich werde hier im Moment warten müssen. Eine gute halbe Stunde, bis ich das ansetzen kann. Das heißt, ich hau den Zement hier erstmal rein. Genau wie die Steine. Sollte ich bloß für nichts anderes verbrauchen, das brauche ich ja noch. Alles klar. Und die Spikes, die sehen... Ja, fertig auch noch lange nicht. Aber zumindest werde ich dort ein bisschen hier schon mal dahinstellen. Ich glaube, die reichen aber nicht. Werden wir aber sehen. Ein bisschen Hordenvorbereitung muss ja nur aus sein. Die dürfen wir ja nicht vergessen. Aber bis wir wieder genug Materialien haben, dauert etwas. Zu viel gebaut in letzter Zeit. So, ich will auf jeden Fall hier unten, dass sie da so schön rauffallen. Ein paar Spikes den haben. Ich meine, die werden nach der Horde weg sein. Aber zumindest kriegen die ersten paar Zombies ein bisschen Schaden. So. Wunderbar. Ich hoffe, die sehen das jetzt noch als Weg, aber einen anderen Weg bleibt denen ja nicht, wenn sie heraufknallen, ne? Gut, und hier, wie gesagt, wollte ich erstmal überlegen, aber geht auch erstmal so. Auch einmal Spikes lang. Muss sie sich hier so ein bisschen fernhalten. Die haue ich auch zwei hoch. Zumindest bis dahin. Und den würde ich gehen. Ja, eigentlich andersrum, aber gut, geht auch so. Bisschen fernzuhalten von der Wand, ne? So. Gut, der muss es aber alle so hinstellen. Sonst sieht er nicht aus. Ich meine, das ist jetzt nicht wirklich wichtig, aber... Ein bisschen zumindest. Hier rum natürlich auch einmal. Ich hoffe, ich komme hier noch rangesprungen. Oh, das werden wir sehen. Hier einmal ein Schräger. Ich meine, es sind ja noch ein paar Produktionen, falls sie nicht reichen sollten. Eben. So, einmal so. Und den noch einmal so. Und die stelle ich dir wieder so hin. Zock. Jetzt bin ich gerade überlegen. Hier vorne. Ah, vielleicht hier so die Kante lang. Aber hier muss frei bleiben. Hier sollen sie ja langlaufen. Die sollen hier ja wieder hoch. Die dürfen wahrscheinlich auch nicht lange halten, wenn ich sie da hinstelle. Aber es ist ein Anfang. So, aber ich hätte zumindest gerne hier rum. Auch einmal zwei hoch.
um sich vielleicht ein bisschen abzuhalten von der Wand. Bringt jetzt nicht allzu viel. So, aber wenigstens auch ein bisschen. So, die Spikes werden für schon nicht lange halten. Zock. Warum, den haben wir jetzt auch so hin. Bloß wie ich da hochkommen soll, das ist mir noch ein Rätsel. Mal gucken, ob ich das irgendwie gebacken kriege. So, da oben kann ich nichts rausstellen, dann sehen sie es nicht mal als laufig an. Also wo ist denn die restlichen, die noch in Produktion sind, kommen denn später einfach nochmal hier vorne lang. Ist zwar jetzt nicht wirklich super wichtig, aber schaden kann es auch nicht. Einmal zurückdrehen, Dunge. Tüm ist es einmal weg. Na? Genau. Ja, ziehen wir den einmal hier lang, den Prostat. Den Prostat, den werden wir wohl irgendwie die Horde überleben. Wir sind mittlerweile nämlich schon auf Game Stage 80. Schau dich durch die ganzen Ugis. So, da wir aber noch genug Zeug haben und er noch halbe Ewigkeit hier braucht zu produzieren und wir sowieso jetzt im Moment nicht weiterbauen können, wo hier erstmal die Materialien fertig werden müssen, wir aber nur eine Fünferquest haben und ich die jetzt kurz vor der Horde nicht machen möchte, werden wir, denke ich mal, nochmal da bei Schneehugo gucken, ob der vielleicht noch eine Zweier-Dreier-Quest hat oder so. Die kriegen wir definitiv vor der Horde noch fertig. Vielleicht finden wir da ja noch was Brauchbares. In der Zwischenzeit können die Materialien denn doch fertig werden. Würde ich mal so sorgen. Weil die Horde ist erst an Tag 28 abends. Ah, das ist voll. Ich würde gerne Beton, weil der so elendig lange braucht, schon mal ansetzen, aber... Ah, wenigstens ein bisschen, ne? Wenigstens ein bisschen. Ich meine, damit kriegt man... Jetzt nicht genug hin, aber ein bisschen zumindest. So, Betonmischung. Dafür braucht er ja eh 60 Minuten, also... Aber den Rest packe ich hier trotzdem wieder mit drin. Erstmal. Das bisschen kann ich auch erstmal mit reinpacken. Dann haben wir zumindest ein bisschen Beton. Schaden kannst du nicht. Okay. Dumme Leute, das hat jetzt wieder eine Baufolge war, aber wie, ihr seht ja selbst, wie brenzlig die ganze Situation ist. Das muss fertig werden. Aber jetzt haben wir erstmal einen quasi erzwungenen Baustopp aufgrund von Materialienmangel. Gut. Denn wenn wir jetzt beim nächsten Mal uns noch eine Quest besorgen, werden die Quest gemütlich machen. Das schaffen wir locker bis zur Horde. Vielleicht finden wir noch was Schönes. Muni habe ich auch wieder genug einstecken. Hier und vielleicht ja noch ein paar Schemdöschen. Schön wär's zum Essen kochen. Wir hören uns dann morgen wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüssi.